Geile Leistung. Also dafür, dass die jetzt echt Berlin-Liga sind, Tabellenführer. Und wir aus der Kreisliga B, also unsere Truppe, geile Truppe, lange immer zusammengeblieben. Und wie wir heute gefightet haben, so der größte Respekt, den wir hätten kriegen können, ist, dass die Zuschauer des Gegners uns feiern. Also ich meine, wir können stolz auf uns sein, sind viel gerannt, bisschen hoch ausgegangen, aber wir haben gut mitgehalten. In manchen Situationen halt läuferisch, natürlich fehlt das. Wir sind keine, wie gesagt, wie ihr sagte, die gehen es professionell an, wir gehen es mit Spaß an. Wollten die ärgern, haben auch teilweise geschafft. Wir trinken jetzt Bier, rauchen Zigaretten und die laufen vielleicht noch aus oder so. Ja, die Leistung des Teams. Man muss so ein Spiel professionell angehen. Das haben wir getan. Schnellstmöglich die Tore machen. Das haben wir auch getan. Und dann am Ende das Spiel dann wie ein Trainingsspiel auch angehen. Das ist ja nichts gegen den Gegner, aber wir haben Ziele und das hat man, denke ich, heute auch gesehen. Und muss das Spiel professionell angehen und dann einfach das wie ein Trainingsspiel angehen und dann wird das schon. Wir, denke ich mal, wir werden eine solide Saison spielen. Wir wünschen den Gegner viel Erfolg auf ihren Weg nach oben. Werden die auch bestimmt packen. Eine gute Truppe. Und wir sehen, dass wir am Ball bleiben, dass wir uns Dienstag, Donnerstag zum Training treffen, Spaß haben und weiter Fußball zocken und zusammenbleiben, weil wir eine gute Truppe sind. Ja, dass wir weiter so spielen müssen, konzentriert die Spiele angehen, keinen Gegner unterschätzen. Wir wissen, dass die Liga unangenehm werden kann. Ja, wir sind jetzt gut in die Saison gestartet. Das war schon mal wichtig. Ja, die nächsten Wochen werden richtungsweisend sein, sage ich mal.